Hey ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Rival Stars Horse Racing am Wonderful Wednesday. Wir haben letzte Folge unsere Daisy Daffodil zu einer erwachsenen Stute heranwachsen lassen und sind die ersten Rennen geritten und haben auch immer gewonnen. Und diese Folge werden wir weiter züchten und versuchen, ein Pferd der Klasse 2 zu züchten. Gucken mal. Position Mitte. Ich werde jetzt auch auf alle Fälle mal auf die Position achten, da ich wirklich... Oh, wow. Aber können wir mit zwei Level 1 Pferden... Ah, nee, hier ist dieses Level. Entschuldigung, Statistik Level 1. Können wir hiermit ein Level 2 Pferd züchten? Auf jeden Fall eins dieser beiden. Weich, sehr weich. Aber ich glaube, er sagt mir noch mehr zu. Wir versuchen es mal. Gut. Unsere nächsten Ziele sind momentan sonst nichts. Außer unsere Einkünfte abzuholen. Und mehr Rennen zu reiten. Gut, dann holen wir uns hier eine Einkunft ab. Aha, Bonusobjekt, einfaches Sattelzahmzeug. Sehr schön, vielen Dank. Und reiten nochmal. Ich fange hier nochmal mit dem ersten Rennen an. Können wir auch mit dem Zuchtpferd dann reiten? Okay. Ach, ein Handicap. Da es zu erfahren ist. Und wie ist das Rennen 2? Okay. Dann würde ich einfach sagen... Ach so, ja, Fold. Okay, das können wir also doch nicht machen. Ich dachte schon, das wäre auch ein bisschen komisch. Aber es sind ohnehin nur noch ein paar Sekunden. Und Silver Firefly... Er ist halt echt der Maximum, gell? Wir können... Aber ihn kann ich... Ich weiß nicht. Die nächste Zeit mit Sicherheit nicht verkaufen. Das geht überhaupt nicht. Neues Fohlentreffen. Gucken wir mal. Oh... Ein Hengst. Wir werden das Fohlen natürlich wieder versorgen. Wie guckst du aus? Bemused Book. Sarcastic Style. Bossbett. Princess. Troubles Treasure. Troubles Treasure. Secretary Suspicion. Hawk Chuckle. Hawk Chuckle ist irgendwie cool. Ja, der gefällt mir. Hallo, lieber Hawk. Also eigentlich, ich glaube, ich habe es in der ersten Folge schon gesagt. Ich finde hier jeden hübsch. Oh. Stellen einen Betreuer ein. Haben nicht genug Geld. Dann füttern wir es selber, oder? Sehr schön. Es war aber jetzt kein Fohlen,
Der Klasse 2, oder? Ach, so bekommen wir auch unsere Statistikbonus hoch. Okay. Doch, es ist Level 2. Hat sich denn hier was? Ja, super. Dann müssen wir eigentlich nur noch die Rennen laufen. Okay, das machen wir. Das zweite Rennen mit unserer Daisy. Okay. Welche Startbox bekommen wir? Die 10, okay. Waiting for the start at Sewell Meadows. Victory's Antelope, the horse that punters favor. Daisy Daffodil, hoping to prove the punters. Oh, schaut euch die 1 an. Wow. Okay. Ich denke, wir müssen eher hier rüber. Sehr schön. Mhm. Hm, ganz schön viele. Ich denke aber auch, dass ich wahrscheinlich... Ich weiß nicht, ob die Rennen für euch so furchtbar spannend und interessant sind. Die könnte ich theoretisch mal zwischen den Folgen machen, oder? Eigentlich ist ja das Interessante hier das Züchten und... Ja, keine Ahnung. Jetzt tendiere ich eher immer zu schnell zu drücken. Ja, aber gut. Sehr schön gemacht. Aber ich denke, das mache ich dann auch wirklich so. Und wenn ihr die Rennen sehen wollt, dann sagt es mir gerne. Aber ansonsten, ja, würde ich sagen, machen wir eher das andere zusammen. Und gucken, was wir hier alles so hervorbringen. Oh, Wahnsinn. Kann es sein, dass die Werte bis 100 hochgehen? Hm. Wir müssen jetzt insgesamt noch 3100 Meter zurücklegen. Was können wir sonst noch machen? Auf jeden Fall unsere Einkünfte abholen. Und... Was haben wir denn auf dem Markt? Cookie Cackle. Die ist ja auch richtig hübsch. Ich stehe ja sowieso sehr auf diese Rappen. Ich finde schwarze Pferde richtig hübsch. Na, wir haben halt immer noch zu wenig Geld. Ich werde einfach weiter drinnen laufen und die rausschneiden. Ich denke, ihr seid damit einverstanden. Wir sehen uns dann einfach nach den Rennen wieder. Ich mache jetzt einfach mal die 4000 voll. Bis dann! Das war knapp. Guckt euch das an, da musste ich euch ganz kurz dazu holen. Wow. Schon bin ich auch wieder weg dann. Bis gleich. So. Das war dann das letzte Rennen. Wir können unsere Stute auf Level 9 bringen. Und wir haben das erledigt. Ich muss sagen, ich bin beeindruckt, wie du die Zügel in die Hand genommen hast. Du verbesserst unsere Stellung in der Gemeinschaft. Weiter so. Erziele in Sewell Meadows Rennen 2 den ersten Platz. Den habe ich ja schon. Hm,
Ich würde sagen, wir trainieren jetzt erst einmal unsere Daisy. Dann holen wir noch ein paar Einkünfte ab. Oh wow. Level 9 von 9. Momentan können wir sie auch nicht weiter verbessern. Dann reite ich doch noch mal schnell das zweite Rennen und werde schnell Erster. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, dann haben wir Errungenschaften freigeschaltet. Amateur-Owner. Okay. Wir sind Erste geworden. Super. Wir können jetzt alles auf Level 10 bringen, müssen aber erstmal weiter unsere Anlage verbessern. Und Level 5. Prestige erhöht. Okay, einiges an neuen Zielen hier. Ja, Geschwindigkeitstraining. Also die Anlage verbessern, ich denke, das sollte unser nächstes Ziel sein. Sehr schön. Dann können wir unsere Daisy weiter verbessern. Denn sie könnte ja schon Level 10 sein. Gut. Stall. Fähigkeiten. Fähigkeiten verleihen unseren Pferden einzigartige Vorteile. Hier sind zwei Fähigkeiten als Geschenk. Probieren wir die hier aus. Großverdiener und schneller Lerner. Bist du sicher? Ja. Erfahre mehr über Fähigkeiten, indem du die Informationsfläche drückst. Ach, okay, ja. Informationen zu Fähigkeiten. Fähigkeiten verleihen Pferden einzigartige Vorteile. Bessere Leistungen, höhere Einkünfte oder andere Eigenschaften. Manche Fähigkeiten können nur auf bestimmte Pferde angewendet werden oder haben nur in bestimmten Rennen eine Wirkung. Fähigkeiten haben begrenzte Verwendungsmöglichkeiten und werden nur bei der Teilnahme an einem Rennen verbraucht, zu dem sie passen. Fähigkeiten sind in verschiedenen Qualitäten verfügbar. Höhere Qualitäten verstärken die Wirkung. Okay. Und unsere Daisy bekommt den schnelleren Lerner. Ne? Erfüllt die Anforderungen nicht. Beim Pferd der Klasse 3 Plus auf Platz 3 oder besser. Oh, schau, wir können eine neue Pferdebox kaufen, um unsere Pferdefamilie zu vergrößern. Ja, das finde ich toll. Das finde ich sehr, sehr schön. Belohnung holen wir ab. Das ist mal ein Wort. Die Anlage wird hochmodern. Es gibt noch viel zu tun, aber Fortschritt ist Fortschritt. Dann, nee, die Rennen, die mache ich wieder zwischen den Folgen. Täglich neue Ziele. Tagesziele enthalten Herausforderungen und Aufgaben aus der Gemeinschaft. Schließe sie ab, um nützliche Belohnungen zu erhalten. Sophie Martin, Stallmanager. Kaufe 7 beliebige Objekte auf dem Markt. Verkaufe ein Pferd mit folgendem Geschlecht Hengst. Gewinne 40 beliebige Objekte. Okay. Verkaufen möchte ich jetzt nicht. Gott, wir haben fast kein Geld mehr.
Wie guckt es hier mit unserem kleinen Hawk aus? Können wir ihn füttern? Sehr schön. Denn ich habe jetzt eigentlich schon das Ziel, dass ich die Pferde nur mit der Statistik Bonus 4 heranlassen wachse, oder? Heranwachsen lasse? Ihr wisst, was ich meine. Okay. Die Betreuer sind alle viel zu teuer. Dann machen wir einfach. Wir haben ein neues Fohlen, schauen wir es uns an. Wie, wo? Ja, wir können unseren Hawk doch schon. Mhm. Oh, wir können hier eigentlich schon einiges am Pferde haben. Nur leider fällt uns das nötige Kleingeld dazu. Das ist wie im echten Leben halt auch. Ja. Gut. Ich finde, das läuft eigentlich ziemlich ordentlich hier. Bockchacke. Er ist echt süß. Was ist denn auf dem Markt los? Neugierig bin ich ja trotzdem, auch wenn ich mir gerade nichts leisten kann. Er ist auch, also die ist auch hübsch. Airy Anecdote. Mhm. Also wir haben hier immer ein günstiges Pferd und ein recht teures, so wie das ausschaut. Ja, dann würde ich sagen, haben wir diese Folge eigentlich alles so gemacht. Ich werde dann noch ein paar Rennen laufen. Und dann hoffe ich auch, dass wir in der nächsten Folge wieder mehr Pferde züchten und vielleicht auch noch eins kaufen können. Wir gucken einfach mal. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Like da und abonniert den Kanal. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine der Folgen mehr verpasst. Sonst wünsche ich euch noch einen traumhaften Tag. Bis dann. Tschüss.